17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 47. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Wie immer wird dieser Podcast von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 46 Videos und Podcasts können jederzeit nachträglich angesehen und angehört werden. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Wir zeichnen also auf, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben uns alle auf Ewigkeit erhalten. Unser heutiges Schwerpunktthema lautet Blick über Grenzen,
Erfahrungen einer internationalen Berufsaufsichtsrätin, heute mit unserem Gast Frau Kirsten Lange. Frau Lange, herzlich willkommen. Wie geht es Ihnen? Vielen Dank, Herr Ruther. Ja, mir geht's hervorragend. Ich bin zwar eben patschnass geworden, als ich mit dem Hund draußen war, aber jetzt bin ich wieder trocken. Frühling steht vor der Tür, wir leben in spannenden Zeiten und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Dankeschön. Dann grüßen Sie unbekannterweise den nassen Hund. Wer ist Frau Lange? Frau Kirsten Lange ist, wie gesagt, Berufsaufsichtsrätin und derzeit in 5 Aufsichtsräten bzw. Boards tätig. Kirsten Lange blickt auf eine mehr als 30-jährige Karriere in der Unternehmensberatung als Geschäftsführerin und als Aufsichtsratsmitglied zurück. Nach dem Studium der Journalistik und Philosophie an der LMU München und einem MBA am INSEAD in Frankreich war sie 22 Jahre bei der Boston Consulting Group tätig, die letzten 12 Jahre davon als Partner und Managing Director. Schwerpunktmäßig beriet sie Klienten aus den Bereichen Industriegütern, vor allem im Maschinen- und Anlagenbau und Prozessindustrien. Ende der 90er Jahre leitete sie über 2 Jahre das BCG-Büro in Shanghai. Anschließend war sie 5 Jahre als Mitglied der Geschäftsführung von Voith Hydro in Heidenheim tätig, auf der rauen Ostalb, wo sie das Aftermarket-Business, die Automatisierung und neue digitale Geschäftsmodelle verantwortete. Seit 2015 ist sie Mitglied mehrerer Aufsichtsbeiräte in Deutschland und Nordamerika und seit 2019 unterrichtet sie als Adjunct Professor im MBA-Programm von INSEAD in Fontainebleau und Singapur und ist Mitglied in der auf 250 Mitglieder begrenzten Society of Leadership Fellows im St. George House in Windsor Castle. Ihre Mandate sind vielfältig und umfassen unter anderem einen in New York und Toronto gelisteten globalen Automatisierungsspezialisten, ein englisches Cleantech-Startup, eine deutsche Private-Equity-Gesellschaft und eine Global Law Firm. Bei 2 Unternehmen ist sie Aufsichtsratsvorsitzende bzw. Chair of the Board. Von 2015 bis 2020 war sie Mitglied des Aufsichtsrats der Heidelberger Druckmaschinen AG. Kurz und knapp, Kirsten Lange ist eine international sehr, sehr erfahrene Berufsaufsichtsrätin und ich freue mich sehr, dass wir Sie heute bei uns haben. Frau Lange, Sie waren eine der ersten Exotinnen, die seinerzeit bei der Boston Consulting Group nach ihrem Studium der Journalistik, Soziologie und Philosophie, natürlich Abschluss mit Diplom, angefangen haben und sind dort rasch bis zum Managing Partner aufgestiegen. Alle Experten aus der Consulting-Branche wissen, dass das für eine Leistung ist. Ihr Studium der Journalistik, Soziologie und Philosophie haben Sie mit Diplom abgeschlossen, wie gesagt. Frau Lange, mit Ihrem Interesse an Menschen und Ihren Kommunikationstalenten, warum sind Sie nicht Journalistin geblieben bzw. Journalistin geworden? Das war, wie so vieles in meiner Karriere, Herr Ruther, eher zufallsbedingt als strategische Planung. Und zwar bin ich durch einen Ferienjob in die Unternehmensberatung reingerutscht und fand das dann so spannend, dass ich direkt ein Praktikum dort gemacht habe und war dann total beeindruckt von der Vielfalt von den Menschen auch, die ich bei BCG kennengelernt habe. Und habe dann entschieden, dass ich dort anfange, zumal ich auch ehrlich gesagt meiner Einschätzung nach nur so eine mittelmäßige Journalistin war, obwohl ich an einer sehr renommierten Journalistenschule war. Und ich war sehr beeindruckt, dass man mir bei BCG dann auch die Chance gegeben hat mit meinem wirklich sehr, sehr exotischen Hintergrund. Und habe dann aber festgestellt, dass Unternehmensberatung und Journalismus gar nicht so weit auseinander sind. Also von der Vielfalt der Themen, mit der man sich beschäftigt, unterschiedliche Menschen. Und das war was, was mich immer schon fasziniert hat. Und ich habe dann später auch wirklich meine journalistischen Erfahrungen, die Kommunikationsfähigkeiten sehr gut in der Unternehmensberatung nutzen können. Also von daher war der Schritt vielleicht gar nicht so groß, wie er vielleicht von außen erscheint. Ja, finde ich also ganz spannend, wobei ich mir sicher bin, dass BCG nicht hunderte weitere Journalisten eingestellt hat. Aber es zeigt sich immer wieder, dass man aus allen Branchen und aus allen Ecken und Wissensgebieten heraus sich weiterentwickeln kann. Sie sind jetzt nun seit knapp 10 Jahren Berufsaufsichtsrätin. Das ist auch schon eine lange Zeit. Irgendjemand hat mal über Sie gesagt,
Was Frau Lange überhaupt nicht mag, sind Wissenslücken. Und da ist meine Frage, Frau Lange, als Sie zum ersten Mal in einen Aufsichtsrat berufen worden sind, da können Sie sich vielleicht noch dran erinnern oder hoffentlich, wissen Sie noch, wie Sie sich damals auf diese neue Rolle erstmals Aufsichtsrat vorbereitet haben und wie Sie damals Ihre wahrscheinlich für einen Aufsichtsrat vorhandenen Wissenslücken geschlossen haben? Also ich glaube, das erste Mandat vergisst niemand. Und bei mir war das wie bei so vielen, dass ich eher zufällig über Netzwerke, Verbindungen drangekommen bin und dann erstmal natürlich wieder Ochs vom Berg stand und sagte, was kommt jetzt auf mich zu? Ich habe dann in gewohnter Beraterweise mich sehr, sehr sorgfältig darauf vorbereitet. Und ich sage mal, die zwei typischen Sachen am Anfang waren natürlich erstmal das ganze rechtliche Know-how. Das fand ich aber jetzt nicht so schwierig. Da gibt es gute Bücher dazu. Habe da 2, 3 Bücher zu Grundlagen der Corporate Governance gelesen und so weiter. Und dann hatte ich eigentlich schon das Gefühl, ich habe ein ganz gute Grundlage da. Das zweite war dann eine wirklich sehr, sehr sorgfältige Due Diligence von dem Unternehmen. Die ging auch ein bisschen weiter, als man das dort typischerweise gewohnt war, weil ich zum Beispiel gesagt habe, ich möchte auch Kunden besuchen. Ich möchte mir die ganzen Werke von denen anschauen. Ich habe auch mit allen Leuten gesprochen, sehr zur Verwunderung meiner späteren Aufsichtsratskollegen, habe ich zum Beispiel auch mit den Betriebsräten gesprochen, hatte dann, was übrigens eine sehr, sehr gute Idee war, ich hatte dann seit meiner Zugehörigkeit zu dem Aufsichtsrat ein sehr gutes Verhältnis zum Betriebsratsvorsitzenden, der auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender war, viel von dem gelernt, viel erfahren. Der dritte Teil, auf den ich nicht gut vorbereitet war, das war so ein bisschen die Hidden Rules of the Game. Wie arbeitet tatsächlich ein Aufsichtsrat? Also da stand ich wirklich sehr unbedarft davor, wusste gar nicht, wie und wann werden Entscheidungen getroffen, hat das auch vollkommen falsch eingeschätzt, dass Entscheidungen nicht im Aufsichtsrat oder in der Sitzung getroffen wurden, sondern sehr stark im Vorhinein. Und das hat länger gedauert, bis ich das so kapiert habe. Und ich muss sagen, ich war dann auch sehr froh, als ich irgendwann nicht mehr die einzige Frau in dem Aufsichtsrat war. Dann kam eine zweite Frau dazu und ich weiß, ich war so froh, die dann dabei zu haben. Und wir sind dann zusammen auf die Toilette gegangen, haben dann Hintergrundgespräche geführt, die man typischerweise, oder ich glaube, die Männer auch dann auf der Toilette führt. Und einfach auch so diese Einschätzung, wie interpretierst du das, was wir gerade gehört haben, wo geht es gerade lang, das hat mir unheimlich geholfen. Also von daher, die einfache Vorbereitung im Sinne von rechtliche Grundlagen, Unternehmensinformationen war relativ einfach, aber es hat dann wirklich ein bisschen gedauert, so diese Rules of the Game wirklich zu begreifen. Aber ich höre mit Freuden, dass heute immer noch die wichtigsten Gespräche in den Waschräumen geführt werden. Deswegen sollten die auch immer möglichst abhörsicher gestaltet sein. Ihren zweiten Punkt hat mich auch sehr gefreut, Due Diligence und Onboarding. Meiner Meinung nach ganz wichtige Faktoren auf dem Weg, nicht nur zum ersten Aufsichtsratsmandat, sondern auch zum zweiten, dritten, vierten, was doch gelegentlich immer noch sehr unterschätzt und sehr, sage ich mal, leichtfertig begangen wird. Das ist meiner Meinung nach sehr elementar wichtig. Was mich interessieren würde, jetzt sind Sie ja eine internationale Berufsaufsichtsrätin, also jetzt müssen Sie sich nicht nur im deutschen Recht fit halten, sondern Sie müssen sich ja auch in den Rechtssystemen, wo Ihre anderen Mandate sind, fit halten. Und auch wenn Sie sagen, das hat man immer schnell nachgelesen, unglücklicherweise passiert da ja jeden Tag irgendwas mit neuen irgendwelchen Vorschriften, auf die man sich auch einstellen muss, solange sie noch im Entwurf da irgendwo vor sich hingehören. Wie machen Sie das denn heute? Wie halten Sie sich denn heutzutage à jour, wie das so schön heißt? Ich finde sogar, Herr Rutter, das geht heute leichter als früher einfach, weil man so einen unglaublichen Zugang zu Informationen hat. Und es sind natürlich nicht nur die rechtlichen Sachen, sondern jetzt mal auch was gerade in Sachen Technik, sage ich jetzt mal AI, Digitalisierung, was in Sachen Geopolitik abgeht, da muss man ja überall wirklich sehr, sehr gut informiert sein. Ich muss sagen, ich war schon immer, das ist mein journalistisches Erbe, so ein bisschen Informationsjunkie. Und finde aber, dass die Möglichkeiten, sich zu informieren, zum einen unglaublich zugenommen haben. Also ich habe heute das Gefühl, ich habe Zugang zum Wissen der Welt. Es gibt auch unglaublich viele Informationsprovider, ja auch speziell für Aufsichtsräte und die professionelleren Aufsichtsräte, die statten ihre Mitglieder auch sehr, sehr gut mit Zugang zu Informationen aus, Newslettern etc. Und ich bin sehr erfahren mittlerweile, ich bin ja so eine One-Woman-Show, also ich habe jetzt kein großes Sekretariat, überhaupt kein Sekretariat oder kein Knowledge-Management hinter mir. Ich habe sehr viel auch gelernt, wie ich zum Beispiel AI nutze, sage ich jetzt mal für meine persönliche Weiterbildung, Fortbildung, für mein eigenes Wissensmanagement,
Also von daher sage ich, das finde ich geht relativ einfach, ist natürlich zeitaufwendig. Und der dritte Punkt, den ich viel, viel intensiver nutze als vorher, ist einfach mein Netzwerk. Dass ich sage, alles, was man lesen kann, ist super, was man hören kann, ich höre auch viele Podcasts, ist fantastisch, aber mit Leuten reden und sage ich jetzt mal, dann auch Jawohl. Informationen einordnen, interpretieren, das hat bei mir sehr stark zugenommen. Und wann immer ich zum Beispiel ein neues Thema habe, wo ich sage, kenne ich mich noch nicht so aus, wen könnte ich anrufen, mit wem könnte ich sprechen? Und das ist auch unheimlich hilfreich. Also wenn Sie mal Langeweile haben, setzen Sie sich mal hin und schreiben Sie einen Artikel, den kriegen Sie sicher veröffentlicht, KI-Nutzung für die Fort- und Weiterbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Ich Das kann ich glaube, machen. das würden viele gerne lesen, weil da viele noch großen Nachholbedarf haben. Aber was bleibt, ist eigentlich das, was ich immer allen sage, die mich fragen, wie soll ich mich da vorbereiten, vorbereiten? Da sage ich immer, lesen, lesen, lesen. Du hast noch nie so viel in deinem Leben gelesen wie in deinem Verantwortungsbereich als Aufsichtsratsmitglied. Und unglücklicherweise, so wie Sie das gesagt haben, oder glücklicherweise, kann man heutzutage alles lesen. Also demzufolge hat man da genügend und muss auch schon aufpassen, dass man das systematisch macht, sonst ertrinkt man. Bevor wir zu unserem Thema kommen, habe ich noch eine Frage, weil das ist mir irgendwie vor kurzem erst auf dem Radar aufgetaucht. Es gibt eine neue LinkedIn-Gruppe, da sind Sie, glaube ich, nicht ganz unschuldig dran. The Pirate Circle, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, Woman Shaping Boards. Frau Lange, was ist The Pirate Circle Woman Shaping Boards und wer sollte dort Mitglied werden? Und wie wird man Mitglied? Ich fürchte, Sie können nicht Mitglied werden. Ich habe gesehen, Ich Sie haben habe eine es befürchtet, ja. Mitgliedsanfrage geschickt. Also der Pivot Circle ist ein offenes, internationales Netzwerk, in dem ich Frauen mit Interesse an Boardmandaten, Beirats-, Aufsichtsratsmandaten versuche zu informieren, auszubilden und letztendlich zu empfehlen. Hintergrund von der ganzen Sache ist die folgende, da muss ich jetzt kurz ausholen. Ich arbeite ja schon ziemlich lange und habe die Erfahrung gemacht, dass ich, ob in der Beratung oder bei Klienten, ich war eigentlich oft die erste und meist die einzige Frau und musste mich da sicherlich auch häufiger durchkämpfen. Ich hatte wenige Role Models, die mir auch mal, wie gesagt, Hidden Rules of the Game und Ähnliches beigebracht haben. Von daher bin ich jetzt auch in so einem Stadium, wo ich sage, ich möchte ein bisschen was zurückgeben, möchte vermeiden, dass andere Frauen genau die gleichen Fehler machen, die ich auch gemacht habe. Meine zweite Motivation ist aber auch, dass ich Frauen, und sorry, dass ich das jetzt sage, aber Frauen auch häufig ein bisschen blauäugig finde, was Aufsichtsratsmandate betrifft. Auf mich sind wirklich schon viele Frauen zugekommen, die gesagt haben, oh, ich war jetzt 3 Jahre in der operativen Führung, jetzt möchte ich DAX-Aufsichtsratsmitglied werden und sich dann teilweise auch so ein bisschen in eine Opferrolle begeben. Ja, mich sieht man ja nicht, mich beruft ja keiner, es gibt doch immer noch Vorurteile gegen Frauen. Und dem möchte ich auch so ein bisschen entgegenwirken, um wirklich genau darüber zu informieren, was bedeutet es, Aufsichtsrätin zu sein, welche Qualifikation brauche ich, wo passe ich hin. Und das mache ich einerseits mit einer Reihe von geschlossenen Netzwerken, dann zum Beispiel ein sehr aktives BCG-Alumni-Netzwerk, Women Empowerment und wie gesagt mit dem Pivot Circle versuche ich das aber auch ein bisschen weiter zu öffnen. Und das ist wirklich ein Herzensanliegen von mir, wo ich auch ungefähr so einen Tag pro Woche mit Sicherheit investiere. Es gibt auch eine kuratierte Datenbank mit wirklich diesen ganzen Informationen, die man als neue Aufsichtsrätin braucht. Also ist persönliches Hobby und Leidenschaft von mir. Und wer kann Mitglied werden? Im Grunde genommen jede Frau, die Interesse hat an einem Boardmandat, machen da auch regelmäßige Videokonferenzen etc. Schöne Sache. Toll, finde ich ganz prima, dass Sie Ihr Wissen weitergeben in dieser wichtigen Aufgabe. Und ja, schauen wir mal. Ich werde das mit Interesse beobachten, wie sich dieser Zirkel weiterentwickelt. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Sie wissen, am Anfang stelle ich Ihnen immer gerne eine Frage. Da wir nachher noch mal ein bisschen über Vergütung reden, würde ich Ihnen vorab gerne eine Frage stellen zum Thema Vergütung, die eigentlich ganz einfach ist. Wie sollten Aufsichtsräte vergütet werden? Fix oder variabel oder Kombination fix und variabel? Also Sie können es kurz machen und nur mit drei Worten antworten auf die Frage, wie sollten Aufsichtsräte vergütet werden? Fix, variabel oder Kombination fix und variabel? 3, 2, 1 auf den Sendeknopf drücken und wir finden das alles in den Kommentaren und können das mit dem linken Auge verfolgen. Vielleicht nachher nochmal aufgreifen. Aber jetzt kommen wir zu unserem Thema von heute. Blick über Grenzen, Erfahrung einer internationalen Berufsaufsichtsrätin. Und dann
fange ich gleich mit einer so breiten Frage an, die Sie gar nicht in 2 Minuten beantworten können, aber ich bin mir sicher, Sie schaffen das trotzdem, weil es nur in den groben Zügen möglich ist zu beantworten. Was kann die deutsche Corporate Governance von der internationalen Corporate Governance lernen? Also zunächst mal möchte ich natürlich nicht allzu stark generalisieren, weil meine Erfahrungsbasis ist N=6, also im Großen und Ganzen 3 deutsche Mandate, 3 internationale, und die 3 internationalen sind auch sehr stark. Klar, und ich kenne vor allen Dingen den angelsächsischen Raum. Ich würde 2 wesentliche Punkte sehen. Das eine ist natürlich die grundsätzlichen Governance-Unterschiede und der wesentlichste Unterschied zwischen dem One-Tier-System und dem Two-Tier-System. Das heißt, dass wir im internationalen Two-Tier-System den Vorstand und oder dass wir im deutschen System den Vorstand und den Aufsichtsrat im Two-Tier-System ja ganz klar getrennt haben. Der Vorstand führt das Unternehmen, der Aufsichtsrat kontrolliert und berät. Im internationalen, speziell im angelsächsischen Umfeld, haben wir das One-Tier-System, wo wir ein Board haben, was typischerweise aus Executive und Non-Executive Director besteht. Und dieses Board hat auch die originäre Verantwortung für die Strategie. Und das ist meines Erachtens ein wesentlicher Unterschied, der sich in viele Bereiche durchzieht. Was für mich der wichtigste ist, ist, dass wir im Board tatsächlich auch die Verantwortung für die Strategie haben, dass wir nicht nur beraten und kontrollieren. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Das mache ich einfach am liebsten, über Strategie nachdenken, unterschiedliche Probleme. Das macht mir mehr Spaß, als über ein internes Kontrollsystem und die Wirksamkeit von dem nachzudenken. Es führt aber auch zum Beispiel dazu, dass es typischerweise ein kleineres Gremium ist, was dann auch zu intensiveren Diskussionen führt. Also das ist für mich der Hauptunterschied. So ein paar Nebeneffekte davon, und wir werden sicherlich gleich auch nochmal auf einige davon eingehen können, ist, dass ich im internationalen Vergleich eine größere Flexibilität wahrnehme, eine Flexibilität in der Vergütung. Und wenn ich hier schon mal rechts so ein bisschen in die Kommentare schaue, dann sehen wir da auch schon die Unterschiede mit einer überwiegend fixen Vergütung und mit einer deutlich größeren variablen Vergütung, die wir sehen. Dann, was ich auch als einen wesentlichen Unterschied sehe, ist die Durchführung der Hauptversammlung versus eines Annual General Meetings. Und für mich sind deutsche Hauptversammlungen ja eine der größten Verschwendungen, Zeitverschwendungen, Effizienzverschwendungen, die es in Deutschland überhaupt nur gibt. Und ich glaube nicht, dass Aktionärsrechte anderswo mit den Füßen getreten werden, nur weil ein Annual General Meeting vielleicht nur eine Stunde dauert. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, was ich auch erfahren habe, typischerweise kürzere Laufzeiten von Boardmitgliedern. Also ich muss zum Beispiel bei meinem kanadischen Mandat mich jedes Jahr der Wiederwahl stellen. Und obwohl das jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass die Laufzeit unbedingt kürzer ist deswegen, die Zugehörigkeit der einzelnen Non-Executive Directors, ist es doch nochmal von der Einstellung ganz was anderes, wenn ich mich jedes Jahr quasi wieder neu zur Wahl stellen muss und mich rechtfertigen und auch mich selbst fragen, was habe ich eigentlich beigetragen. Und ich kann bei dem sogenannten Staggering, wenn ich das also, das ist jetzt extrem, jeder nur ein Jahr und jeder muss neu drüber nachgedacht werden. Man kann ja so einen Mittelkompromiss machen mit Staggering, dass man sagt, nur 3 Jahre und dann aber versetzt. Auf alle Fälle führt das dazu, dass ich auch viel leichter eine Neubesetzung und einen Neumix zusammenbekomme, weil ich ja jetzt nicht irgendjemanden sagen muss, nee, aus, aber ich kann das noch nicht so richtig begründen. Interessant finde ich auch Ihre Aussage, dass obwohl die Gremien kleiner sind, also in der sogenannten Binnenorganisation, dass sie auf Sie einen effizienteren Eindruck machen. Wir haben ja in Deutschland eher die Diskussion, dass wir eigentlich die Gremien wahnsinnig groß machen wollen. Experten für jedes Thema müssen mindestens einmal mit einem separaten Kopf vertreten sein, sind ja die unterschiedlichen Forderungen. Da würde ich gerne nachfragen, wenn weniger Köpfe effizienter und effektiver sind, weil die natürlich schneller und einfacher miteinander kommunizieren und diskutieren können, aber habe ich dann auch alle Experten und Expertisen am Tisch bei den jeweiligen Themen? Die beiden Themen würde ich voneinander trennen, sage ich jetzt mal, welche Experten wir dann gegebenenfalls auch noch hinzuholen. Also ich kenne es zum Beispiel so, dass wir, sage ich jetzt mal, 6 Non-Executive Directors und dann noch der CEO, der ja auch in Kanada zum Beispiel qua Amt Mitglied des Boards ist. Das ist unser typisches Board. Der CFO ist dann auch noch dabei und da kommen natürlich die jeweiligen Experten.
Bei einem typischen größeren deutschen Aufsichtsrat sind es schon mal 6 Aufsichtsräte auf der Arbeitnehmerseite, 6 Aufsichtsräte auf der Anteilseignervertreterseite, auf der Anteilseignerseite. Dann kommen noch 4 bis 5 Vorstände dazu und dann kommen auch noch die Experten dazu. Also das ist immer schwieriger, zumal ich in deutschen Aufsichtsräten dann auch noch 2 Sachen erlebt habe, ohne das jetzt auch wieder pauschalisieren zu wollen. Ein bisschen so ein Kampf um Airtime, der natürlich immer dann eher entsteht, wenn viele Leute im Aufsichtsrat sind. Jeder will mal was gesagt haben, jeder Name soll mal im Protokoll erscheinen. Und dann auch noch manchmal, wenn es nicht gut läuft, auch so diese Polarisierung. Wir sind die Anteilseigner, das sind die Arbeitnehmervertreter. Das muss nicht so sein. Und grundsätzlich bin ich persönlich ein großer Freund von der Mitbestimmung, einfach weil ich sehr positive Erfahrungen damit gemacht habe. Aber dieses eine Gremium, wo wir alle gemeinsam verantwortlich sind, wo nicht der eine den anderen kontrolliert, das hat meiner Erfahrung nach auch zu einer anderen Arbeitsweise, zu einem anderen Teamgefühl sehr stark beigetragen. Das ist eine gute Überleitung zum Lieblingsstichwort Aufsichtsratskultur. Da kann man ja auch stundenlang sich drüber unterhalten, was ist Kultur und wie wirkt sie sich aus. Aber wo würden Sie die wesentlichen Unterschiede sehen in einer internationalen Gremienkultur zu einer deutschen Gremienkultur? Ich würde den Unterschied vielleicht eher in der Professionalisierung sehen. Und da glaube ich, dass uns internationale Aufsichtsräte teilweise voraus sind in der Professionalisierung. Das hängt vielleicht aber nicht unbedingt jetzt mit der internationalen versus der deutschen Governance zusammen. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in Deutschland immer noch sehr stark Aufsichtsräte über Netzwerke und Bekannte, berufen werden. Bei mir war das zum Beispiel so, das muss eine Frau sein, die muss irgendwie verkaufbar sein. Also der Lebenslauf muss sich eignen, damit die von der Hauptversammlung gewählt wird und die darf keine Angst vor Maschinen haben. Also ohne, dass ich das jetzt jemandem unterstellen will, aber ich hatte immer so das Gefühl, das war so das Suchprofil. Bei einem anderen Mandat von mir, da war es ein Anforderungsprofil, da habe ich erstmal mit den Ohren geschlackert und dachte, ups, kann ich das überhaupt erfüllen? Also da ging es darum, jemand, der operativ mindestens eine P&L-Verantwortung von ein paar 100 Millionen hatte, der in Deutschland und oder Italien sich mit dem Maschinenbau auskennt, der selber schon mal in Asien gelebt hat, der Erfahrung mit Internationalisierungs-, M&A-Strategien und idealerweise auch noch Digitalisierung hat. Wenn Sie so, sage ich jetzt mal, ein Kompetenzprofil haben und so die Leute berufen, dann ist das was ganz anderes als ich kenne den und der war schon mal CEO. Sie sprachen dann weiter über das Onboarding, was ich auch für absolut relevant halte. Ich kenne zum Beispiel, wie gesagt, in meinen internationalen Aufsichtsräten auch ein extrem professionelles Onboarding, was sich zum Beispiel über 6 Monate hinzieht, wo wirklich Besuche an allen Standorten eingeplant sind, ausgiebige Gespräche. Bei meinem letzten Mandat führe ich jetzt jeden Monat mit dem Chair ein Einzelgespräch, der sagt, wie läuft's, Kirsten, mit dem Onboarding? Einfach um zu checken, wie geht es, welche Informationen brauche ich noch, auch um so ein bisschen Kalibrierung zu geben. Wie kommt man in dem Board eigentlich an? Also das sind für mich so ein bisschen Unterschiede in der Professionalisierung. Was, glaube ich, das Wichtigste ist, ist einfach die gemeinsame Verantwortung, über die ich vorhin schon gesprochen habe. Und was mir auch dann immer noch sehr wichtig ist, dass es auch in der Verantwortung eines einzelnen Aufsichtsrats liegt. Also ich finde, man macht es sich auch ein bisschen einfach, wenn man sagt, oh, die deutschen Aufsichtsräte ist alles so schlecht, gibt es kein Onboarding oder so. Worauf ich Frauen oder wen auch immer, immer darauf hinweise, ist, es gibt auch eine sehr aktive Verantwortung eines jeden Aufsichtsrats für die Kultur. Das ist nicht nur eine Sache des Chairs oder des Aufsichtsratsvorsitzenden, obwohl der oder die natürlich eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, jeder Einzelne kann auch dazu beitragen. Und das versuche ich auch in meinen deutschen Aufsichtsräten oder Beiräten immer einzubringen. Einfach mit den Menschen sprechen und diese Kultur auch gemeinsam zu erschaffen. Das ist nichts, was einem von außen übergestülpt ist und das ist dann so oder auch nicht. Ja, weil Kultur bildet sich ja aus dem Agieren der einzelnen Elemente heraus und das kann auch nicht per Diktat vorgegeben werden. Heute sind wir besonders freundlich und nett und etc. etc. Sie haben zahlreiche Aufsichtsratskolleginnen und Kollegen in den letzten 9 Jahren kennengelernt, Frau Lange. Demzufolge kann ich Sie das fragen, weil die Grundgesamtheit ist schon ein bisschen größer, ohne dass man sagt, ja, das kann ja nur der oder der sein, den Sie da meinen. Sie haben eine Ihrer Publikationen, die ich gefunden habe, überschrieben mit The Supervisory Board Member as a Coach. Das geht in das Letztgesagte zurück. Also jedes
Mitglied sollte ein Coach sein, nicht nur der Aufsichtsratsvorsitz. Und da nochmal zurück zu der Frage, Sie haben das teilweise schon beantwortet, wo sind denn die wesentlichen Unterschiede zwischen Typus, Ausbildung und Selbstverständnis eines internationalen und eines deutschen Aufsichtsrates, wenn man das so allgemein verpauschalisieren kann? Vielleicht noch mal kurz, weil Sie diesen Aufsatz der Aufsichtsrat als Coach ansprechen. Warum habe ich das überhaupt geschrieben oder warum habe ich mir überhaupt Gedanken dazu gemacht? Ich habe das ja alles nur für mich selber geschrieben. Ich habe einfach bei meinem ersten Mandat auch unendlich viele Fehler gemacht. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, was wirklich das Rollenverständnis ist. Ich habe vorher auch schon drüber gesprochen. Ich bin zum Beispiel in Budgetsitzungen so reingegangen, dass ich gesagt habe, finde den Fehler. Also wo hat der Vorstand gesagt, er würde das so machen und jetzt ist es anders gekommen. Also ich habe da wirklich Excel-Tabellen angelegt und bin dann in detaillierte Zahlendiskussionen mit dem CFO eingestiegen, was jetzt überhaupt nicht wertschöpfend war, auch im Sinne von, Sie sagen das ja auch sehr gerne, der Aufsichtsrat ist dafür verantwortlich, vorausschauend zu denken und einfach nicht nur in die Vergangenheit zu schauen, ja, und muss das auch in so einem non-threatening way tun, weil das war bei mir auch mal ein Thema, dass sich ein Vorstand sicherlich auch so ein bisschen nicht angegriffen, aber gefürchtet hat letztendlich auch von mir im Aufsichtsrat, so nach dem Motto, die könnte ja auch meine Position haben wollen. Und deswegen war es mir auch wichtig, für mich selber zu reflektieren, wie kann eigentlich ein guter Aufsichtsrat so vertrauensvoll mit dem Vorstand agieren, dass er wirklich ein Trusted Advisor ist, jemand, der challengen kann, der helfen kann, vorauszudenken und nicht nur, oh, blöd, dass die wieder da sind, die Nerven, bin froh, wenn sie weg sind. Also das war der Hintergrund dafür. Ja. Jetzt zu Ihrer Frage von den kulturellen Unterschieden, vom Selbstverständnis. Ich glaube, hier kann ich jetzt wirklich nicht mehr pauschalisieren. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass wir in Deutschland ungefähr 150.000 Personen in Aufsichts- oder Mitglieder in Aufsichtsgremien haben. Also von daher glaube ich, dass es eher eine individuelle Sache ist. Ich sehe auch wenig anderes Selbstverständnis mal grundlegend. Ich glaube, das ist dann immer eine Frage, wie gesagt, der professionellen Suche, des Onboardings, des Chairs, wie er das führt. Vielleicht ein Punkt, den ich erlebt habe, dass ich war schon immer ein großer Anhänger von Diversity. Was ich schon gesehen habe, je diverser der Aufsichtsrat ist, und das meine ich jetzt definitiv nicht nur in Sachen Gender, sondern wirklich auch Erfahrungen, sicherlich auch eine gewisse geografische Diversität, eine ethnische Diversität, also diese ganzen Diversitätsdimensionen, dass die einfach sehr stark dazu beitragen. Ich glaube, das ist jetzt auch mittlerweile ein Allgemeingut geworden, dass Diversität nur erfolgreicher sein kann als Nicht-Diversität und dass Diversität beileibe nicht nur die Genderfrage inkludiert, sondern im Wesentlichen viele andere Dinge, so wie Sie das gerade gesagt haben. Da kommen wir dann auch schnell zu diesem neuen netten Bußwort in Deutschland, die sogenannte Digitalisierungsexpertise in deutschen Aufsichtsräten. Wirft man ja gelegentlich mangelnde Fähigkeiten und Kompetenzen vor. Können Sie das beurteilen, Frau Lange? Was ist da Ihre Meinung? Liegen wir hinten dran? Haben wir weniger Digitalisierungsexpertise im Aufsichtsrat als der Amerikaner oder der Kanadier? Wie ist das im internationalen Vergleich? Also wenn ich mir schon anschaue in verschiedenen Aufsichtsratssitzungen und schaue, wer von meinen Kollegen ausgedruckte Materialien hat, am besten auch noch ausgedruckte E-Mails und Reiseanweisungen von ihrer Sekretärin, dann habe ich kein gutes Gefühl, was die Digitalisierung in Deutschland betrifft. Aber wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht unbedingt verallgemeinern, weil ich kenne auch eine umgekehrte Geschichte. Wir haben in einem meiner deutschen Aufsichtsräte, und das haben meine Kollegen gemacht, sogar bevor ich an Bord gekommen bin, also kann ich mich nicht mal dessen rühmen, eine junge 30-jährige Frau in den Aufsichtsrat berufen, die eine Digitalisierungsexpertin ist, selber ein Startup in dem Bereich hat, keinerlei vorherige Aufsichtsratserfahrung. Und das war eine phänomenale Erfahrung. Die Frau ist absolut super. Alleine schon dadurch, dass sie anders ist und selber, sei jetzt mal aus der Startup-Szene, kommt wirklich ein ganz tiefes Verständnis von Digitalisierung und auch AI hat, unheimlich viel dazu beiträgt. Als wir umgekehrt in Kanada vor einem halben Jahr auch eine Position zu besetzen hatten und ich vorgeschlagen habe, oh, da können wir auch mal jemanden nehmen, der ganz jung ist, also noch ganz anders, bin ich nicht auf große Begeisterung bei meinen kanadischen Kollegen gestoßen. Sagten dann da, ja, da fehlt ja die Gravitas und weiß noch nicht so, wie man sich in einem Aufsichtsrat verhält.
Also von daher ist es, glaube ich, immer wieder eine sehr individuelle Frage. Haben wir wirklich Mut auch zu einer extremen Diversität in einem Gremium? Vielleicht noch daran anschließend eine Frage, die mich bewegt, und ich glaube, Sie hatten sie eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen, ist die Frage, wofür brauchen wir eigentlich, welche Expertise muss durch Aufsichtsratsmitglieder besetzt sein und welche können wir uns auch temporär dazu holen? Das finde ich eine unheimlich spannende Frage, auf die ich auch noch keine Lösung gefunden habe. Ich stelle nur fest, dass in sehr guten Aufsichtsräten auch diese Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats auch sehr viel strikter gehandhabt wird, wo man wirklich überlegt, welche Expertise muss jedes Aufsichtsratsmitglied haben, was sind so essentielle Themen. Und da gehört in unserem Fall zum Beispiel die Digitalisierung dazu, weil es einfach so beherrschend ist, dass jeder da ein wirklich sehr tiefes Verständnis haben muss. Wohingegen sowas wie aktuelles Beispiel Geopolitik ist für uns etwas, wo wir sagen, da reicht es vielleicht, wenn zwei, drei Board Members ein tieferes Verständnis haben, zusätzliche externe Expertise hinzugeholt wird. Also ich glaube, sowohl in Sachen Digitalisierung als auch zu anderen Themen ist das eine grundsätzliche Frage, wo sich jeder Aufsichtsrat immer aktiv in Frage stellen sollte, welche Expertise muss jedes Boardmitglied haben und bei welchen reicht es, wenn einige Experten bei uns dabei Ja, sind. und das ist die ehrliche Selbsteinschätzungsfrage, die ich immer wieder stellen muss. Welche Kompetenzen haben wir in der Summe als Ganzes im Gremium? Welche benötigen wir in 2 und 3 Jahren, weil sich die Welt verändert? Und resultiert daraus eine Veränderung in der Besetzung der Gremien? Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn jeder alles könnte, dann wären Sie nicht die Aufsichtsräte, sondern dann wären Sie die Vorstände wahrscheinlich. Und das Zweite ist, ich muss aber mindestens so viel wissen, dass ich beurteilen kann, wenn der vermeintliche Experte vor mir steht aus dem Unternehmen, dass ich da mein eigenes Urteil drüber bilden kann und nicht, wie wir das früher doch gelegentlich hatten. Das Rechtsproblem kann ich nicht beurteilen. Ich vergebe ein Gutachten an ein namhaftes Rechtsanwaltsbüro, zahle 500.000 dafür. Und was die dann reinschreiben, das ist dann meine Entscheidung als Aufsichtsrat. Das, glaube ich, ist nicht richtig. Wenn ich da noch mal ergänzen darf, also wenn ich mir unsere Qualifikationsmatrix, so sage ich jetzt mal, von DAX-Unternehmen anschaue, das ist meines Erachtens ein absoluter Witz, weil wir wissen ja alle, what gets measured gets done. Und wenn ich sage, wie messt ihr überhaupt Digitalisierungsexpertise, Cybersecurity-Expertise, geopolitische? Also wenn man sich nicht mal die Mühe macht, und ich sage nicht, dass es einfach ist, ganz und gar nicht, aber wenn man sich nicht mal die Mühe macht zu sagen, was bedeutet denn, sage ich mal, wir haben 5 Punkte, was bedeutet denn, wenn ich 5 Punkte habe, was bedeutet es, 4 Punkte zu haben und wie viel will ich überhaupt haben, dann ist das Ganze meines Erachtens ziemlich für die Katze und einfach nur so ein bisschen Show-Effekt. Ich glaube, da hat der Regulator, der Wirtschaft keinen Gefallen getan mit dieser Vorschrift der Angabe der Kompetenzmatrix, weil das ist einfach nur ein hochwissenschaftlicher Märchenteil in Aufsichtsratsberichten, der mit der Realität nichts zu tun hat. Lassen Sie uns mal die andere Seite angucken. Über jedem Verantwortungsträger schwebt ja das sagenumwobene Damoklesschwert der Haftung. Und Sie haben das gerade schon angesprochen. Ich rede gar nicht gerne bei Haftung nie über Paragraphen und Gesetze, weil das ist eigentlich für mich das Zweite. Das Erste ist Verantwortung. Es gibt 3 Arten von Verantwortung. Die aktive Verantwortung, die jemand trägt, das ist die Zuständigkeitsverantwortung. Die passive Verantwortung zu jemand, wo jemand dazu gezogen wird, das ist die Rechenschaftsverantwortung. Da kann man sich überlegen, ob man das will, dann muss man das Amt aufgeben. Und dann gibt es noch die dritte Bedeutung, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, Verantwortung als Haftung für ein Fehlverhalten, und zwar für das persönliche Fehlverhalten. Einmal die rechtlich-legale Haftung, aber natürlich auch die persönlich-legitime Haftung von Haften im Sinne von Anheften. Und da haben wir ja gelernt, dass zumindest in Deutschland ja es doch gar nicht so viele rechtliche Endurteile gibt, wo man jemanden etwas anheftet wegen einem vermeintlichen Schadensersatzhaftpflicht bei Fehlverhalten. Das Maximale, was bei uns in Deutschland passiert, ist Amts- und Reputationsverlust. Also wer mal bei Wirecard Aufsichtsrat war, tut sich wahrscheinlich schwer, ein weiteres Mandat zu bekommen. Und da würde mich interessieren, weil Sie nun die Welt im Blick haben, Frau Lange. Was ist Ihre Erfahrung mit den unterschiedlichen Reputationsrisiken in der Welt? Ist das ein ernsthaftes Risiko, das Reputationsrisiko?
Wird das diskutiert in internationalen Gremien? Also zunächst mal danke, dass Sie das auch so klar ausgedrückt haben mit dem legalen Haftungsrisiko, weil ich glaube, da redet immer alle Welt darüber. Aber erstens gibt es eine D&O-Versicherung, was jetzt auch eigentlich aus der Verantwortung raus befreit. Und zweitens, wie gesagt, sehe ich das auch so. Also ich habe keine riesengroßen Fälle gesehen, wo es wirklich das so ein riesengroßes Thema geworden ist. Reputationsrisiko. Für mich ist es zunächst mal etwas, was ich mir oder eine Frage, die ich mir selber sehr aktiv stelle. Also wenn ich 5 Jahre in einem Aufsichtsrat drin war und dann sehe, der Aktienkurs ist in der Zeit runtergegangen, dann habe ich damit ein Problem. Also das ist zunächst mal mein eigenes Assessment, wie war meine Performance. Ob es intensiv diskutiert wird, offen diskutiert wird, weiß ich nicht. Ich glaube, je stärker Mandate auch über Netzwerke vermittelt werden, desto wichtiger ist es auch, welche Reputation hat jemand, was hat er beigetragen. Und da finde ich es dann schade, wenn man auch wenig offen darüber spricht. Also auch im Sinne, wenn man das Aufsichtsrat-Assessment macht, die Selbstevaluierung, dass es auch ja sehr häufig sehr wenig spezifisch ist, dass wenig Feedbackgespräche auch stattfinden, wie es typischerweise in einem Aufsichtsrat erforderlich ist. Was mir wichtig ist, weil ich bin mir des Reputationsrisikos zum einen bewusst, beziehungsweise möchte einfach gute Arbeit leisten in einem Aufsichtsrat, ist, was sind die Voraussetzungen dafür, gute Arbeit zu leisten und dann dieses Reputationsrisiko zu minimieren? Und dann komme ich jetzt wieder auf mein Lieblingsthema zurück, die Verantwortung für die Strategie. Je mehr Verantwortung ich für die Strategie habe, je mehr ich eingebunden bin auch in die Strategie, je ernster ich das Onboarding nehme, umso besser kann ich dieses Risiko natürlich auch steuern. Wenn ich so ein klassischer Abnick-Aufsichtsrat bin, dann habe ich natürlich ein deutlich größeres Risiko, als wenn ich aktiv und verantwortlich in eine Strategie eingebunden bin. Und das ist auch ein Grund dafür, warum ich eine große Präferenz für die internationalen Mandate habe. Das kann ich gut nachvollziehen. In dem Zusammenhang Haftung ist ja international, diskutiert man ja weniger eine D&O-Versicherung. Das ist eher so ein deutsches Thema, ist zumindest mein Eindruck. Da kommt eher ein anderes Stichwort-Thema auf. Das ist Clawback-Rückforderungsvereinbarung. Also die Clawback-Klausel, Rückforderungs- und Rückgewährungsklausel als vertraglicher Bestandteil von Anstellungsverträgen oder sonstigen Verträgen, sehen wir sehr oft bei Vorständen von börsennotierten Unternehmen. Wenn ich einen Aufsichtsrat variabel bezahle mit Boni, ist das vielleicht auch eine interessante Sache. Aber auf alle Fälle für den Vorstand legen natürlich die Bedingungen die Aufsichtsgremien fest. Und da ist eigentlich meine Frage, weil das zieht ja auch in die Richtung, später entdecktes, illegales oder rufschädigendes Verhalten sanktionieren zu können. Sollten wir in Deutschland auch mehr Clawback-Vereinbarungen einführen? Was ist da Ihre Meinung, Frau Lange? Also aus meiner Sicht ein ganz klares Ja. Und ich kenne es auch so von Aufsichtsräten, in denen ich in Deutschland da drin bin. Ich finde, das ist einfach erstens mal eine Sache von Fairness, dass wenn ein Vorstand, sage ich jetzt mal, ein großes Upside-Potenzial hat, und ich bin auch immer dafür, dem Vorstand ein großes, großes Upside-Potenzial zu gewährleisten, dass dann auch in Fällen, wo es wirklich schief läuft und gerade im Fall von persönlichem Fehlverhalten dann natürlich auch ein Downside besteht, das finde ich erstmal nur fair. Ich bin jetzt nicht so naiv, nicht zu wissen, dass das in der rechtlichen Ausgestaltung durchaus komplex ist. Und ich glaube, wir haben jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele Fälle, wo das dann erfolgreich eingefordert wurde. Ja. Aber ich finde es grundsätzlich ganz fair und richtig. Ich finde es auch wichtig für die gesellschaftliche Akzeptanz, weil wir auch eine große Diskussion über Vorstandsvergütung haben im Vergleich zur Vergütung eines typischen Mitarbeiters und auch da einfach das klar und transparent aufzeigen zu können, dass er halt nicht nur Upsides hat, sondern auch Downsides, finde ich auch sehr relevant. Jedenfalls in dem Fall, wo man die Vorstandsvergütung überhaupt verstehen kann, weil die ist auch meines Erachtens viel zu komplex. Und wenn ich mich hinsetzen muss und erstmal 3 Tage einen Vergütungsbericht studieren, bis ich ihn überhaupt mal ansatzweise verstehe, dann ist das nochmal ein anderes Thema. Jetzt haben Sie mir dankenswerterweise auch nochmal das Stichwort gegeben für die Aufsichtsratsvergütung. Und ich bin ja ein großer Fan, ich habe jetzt nicht alle Kommentare verfolgt, ich bin ein ganz großer Fan mittlerweile von einer variablen Vergütung jetzt für den Aufsichtsrat. Und einfach und allein aus 2 Gründen, weil ich zum einen die Erfahrung gemacht habe, dass es für mich persönlich durchaus einen Unterschied macht, ob ich am Aktienkurs des Unternehmens hänge, mit allen, sage ich jetzt mal, Upside-Potenzialen oder auch den Problemen, die es mal gibt.
Oder ob ich sage, oh, ich kriege, was weiß ich, 40, 60, 100.000 Euro fix, egal was ich mache, wie ich mich verhalte. Und das betrifft nicht nur, sage ich erstmal so, die Gesamtvergütung. Ich finde zum Beispiel auch Sitzungsgelder eine durchaus interessante Sache, wenn man sagt, dass die Arbeitsbelastung eines Aufsichtsrats auch extrem variiert. Ich hatte mal einen Fall, da war der Aufsichtsratsvorsitzende gestorben, hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, der Vorstand war lange krank. Natürlich war dann die Intensität eine ganz andere. Und das finde ich auch nur fair, sage ich jetzt mal, dann die Arbeitsbelastung, sage ich jetzt mal, ein bisschen einzubeziehen. Zumal, das ist auch noch ein Lieblingsthema von mir, meines Erachtens Aufsichtsräte in Deutschland, gerade ja auch in den kleinen und mittleren Unternehmen, meines Erachtens extrem schlecht bezahlt sind, wenn man sich mal einen Tagessatz anschaut. Und wenn wir einerseits sagen, die haben eine erhöhte Verantwortung, die ziehen wir immer mehr ran, die sollen das ernst nehmen, die sollen onboarden. Und dann kriegen sie, was weiß ich, 20.000 Euro für 6 Sitzungen im Jahr. Das ist meines Erachtens ein Witz und dann kriegt man auch keine guten Leute. Also auch von daher finde ich, eine variable Vergütung eröffnet die Möglichkeiten, Aufsichtsräte attraktiver und auch fairer zu bezahlen. Und in unserem Fall vielleicht als konkretes Beispiel, wie das gehandhabt wird, bei meinem kanadischen Mandat. Wir haben eine fixe Vergütung, wo wir die Option haben, das auch in eine variable Vergütung zu wandeln, beziehungsweise dann eine variable Komponente, die, sage ich jetzt mal so, Phantom Stock Options sind, sodass wir tatsächlich an der Entwicklung des Aktienkurses teilhaben. Und alle Kollegen wandeln immer diese fixe Vergütung auch in diese Phantom Stocks um. Mhm. Und das Ganze ist aber natürlich sehr stark am langfristigen Erfolg auch ausgerichtet, weil man macht ja auch immer den Vorwurf, dass eine variable Vergütung zu kurzfristiger Optimierung führen könnte. Das kann man natürlich leicht umgehen, indem man das auch langfristig designt. Also wir dürfen zum Beispiel diese Phantom Stocks, solange wir im Aufsichtsrat sind, nicht umwandeln und haben auch danach noch eine Lock-up-Period, was ich auch vollkommen sinnvoll finde. Also für mich ist das eine Frage von Fairness, von Attraktivität. Und wenn wir das dann auch noch ein gleiches System haben für den Aufsichtsrat, für den Vorstand, für leitende Mitarbeiter, dann finde ich, ist das ein super Alignment auch mit den Interessen der Aktionäre, der Shareholder und für mich ehrlich gesagt das bessere System. Ja. Also ich meine, es hört sich immer so logisch an, eine leistungsgerechte Vergütung für die Mitglieder in den Aufsichtsgremien. Und wie Sie schon gesagt haben, wenn man es dann beobachtet, und jetzt lassen wir mal die DAX 30, DAX 40 mal außen vor, sondern neben den normalen deutschen Mittelstand, da ist das nicht der Fall. Und es wäre schön, wenn wir dahin kommen würden, dass wir daraus ableiten könnten, wie Sie das gerade so charmant in einem Halbsatz formuliert haben, die Qualität eines Aufsichtsgremiums. Wenn die nicht vernünftig vergütet werden, können dort keine qualifizierten Leute sitzen und dann kann das Gremium auch nichts taugen. Und dann wäre ja eigentlich nur die Lösung, dann lösen wir es auf und sparen das Geld und investieren das für einen Corporate Influencer oder so. Die Zeit rast dahin, Frau Lange. Letzte Woche, bei der letzten Sendung hat Professor Roland Koch, unser Ex-Ministerpräsident in Hessen, darauf hingewiesen, dass Aufsichtsräte sich doch intensiver mit Politik und Politikern beschäftigen sollten. Da würde mich mal Ihre Meinung fragen als internationale Berufsaufsichtsrätin. Wie intensiv sollten Politiker und Aufsichtsräte miteinander kommunizieren und sich dann hoffentlich danach besser verstehen? Also das ist meines Erachtens vollkommen klar. Wir leben in einer Zeit von großen geopolitischen Herausforderungen. Wenn ja Aufsichtsräte nicht die politische Perspektive verstehen, dann können sie ihren Job nicht machen. Und der Herr Professor Koch hat da aus sehr berufenem Mund sehr gute Sachen gesagt, die ich alle hundertprozentig unterschreibe. Ich möchte vielleicht noch zwei Gedanken dem hinzufügen, was er gesagt hat. Das eine, was ich wichtig finde, ist, dass Aufsichtsräte oder Manager mal ganz allgemein gesprochen auch ein besseres Verständnis für Politik gewinnen. Weil ich finde, Politikbashing ist gerade so wahnsinnig in. Ich muss sagen, ich habe aber trotz aller Kritik an einzelnen Entscheidungen erstmal eine große Bewunderung für Politiker, für deren Zeiteinsatz. Und die werden ja noch schlechter bezahlt als Aufsichtsräte. Ja. Aber auch über die Fähigkeit, Kompromisse zu finden, Interessen auszugleichen. Und das ist meines Erachtens auch für Aufsichtsräte eine ganz wichtige Fähigkeit. Also von daher glaube ich, ist dieser Kontakt zu Politikern sehr, sehr wichtig. Da kann ich zum Beispiel sagen, dass wir den in England sehr, sehr eng haben, was aber auch an der Art des Unternehmens vermutlich liegt. Der zweite Aspekt, warum das auch noch wichtig ist, und wenn ich sage Kontakte zur Politik, dann meine ich damit nicht nur Bundestagsabgeordnete, sondern auch mal einen Landrat
oder Kommunalpolitik, weil ein Thema, was mich mit großer Sorge erfüllt, ist die zunehmende Polarisierung, auch in Deutschland, die fehlende Kommunikation zwischen Leuten mit unterschiedlichen Interessen. Und ich glaube, dass es für Aufsichtsräte auch ganz wichtig ist, sich mal aus der Bubble herauszubewegen und einfach noch besser zu verstehen, was bewegt Menschen. Und ich glaube, speziell Politiker, auch Kommunalpolitiker, haben da eine deutlich andere Meinung als wir, die wir manchmal wirklich in dem Elfenbeinturm sind. Und um diese Polarisierung, auch um diese Polarisierung zu vermeiden, finde ich persönlich diesen Kontakt zur Politik auf allen Ebenen für Aufsichtsräte auch sehr sinnvoll. Ja, und das ist nämlich eigentlich für mich auch das, der erste praktische Schritt, wie ich als Aufsichtsgremienmitglied mich um geopolitische Probleme kümmere. Die fangen nämlich bei den gleichen regionalen Problemen an. Und wenn ich nicht weiß, wie Politiker denken und handeln müssen, dann tue ich mich wahrscheinlich schwerer in der Einschätzung von geopolitischen Risiken, die eine existenzielle Auswirkung vielleicht haben für mein Unternehmen. Und das ist auch ja die alte Frage: Vertraue ich dem, was ich lese in Spiegel, FAZ, Handelsblatt etc. oder New York Times oder was immer ich dann international lese, oder versuche ich mir mein eigenes Bild zu bilden. Die Zeit rast dahin. Ich muss noch zu meiner Lieblingsfrage und meinem Lieblingsthema kommen, weil das kommt ja nun gelegentlich auch auf die Agenda, und ESG ruft es manchmal auch wieder hervor. Und zwar meine Lieblingsfrage: Wie balancieren Aufsichtsgremien ethische Überlegungen und soziale Verantwortung mit den eigenen wirtschaftlichen Zielen ihrer Unternehmen, insbesondere in diesem geopolitisch angestammten Umfeld, wo es ja auch unterschiedliche Definitionen von Ethik und Anstand etc. gibt? Und gibt es so etwas wie einen moralischen Kompass für Aufsichtsräte, Frau Lange? Ist Ethik und Anstand überhaupt ein Thema in internationalen Aufsichtsgremiensitzungen? Sie haben eben einen ganz wichtigen Halbsatz gesagt, Herr Ruther, und das ist, dass es auch unterschiedliche Wertesysteme gibt. Und das war eine der ganz wesentlichen Erkenntnisse, die ich gemacht habe, als ich die 2 Jahre in China war, dass unser Wertekanon nicht der einzige ist. Und einfach erstmal ein bisschen auch Kenntnis, Demut und Toleranz auch für andere Wertesysteme ist, glaube ich, grundsätzlich mal sinnvoll. Das jetzt nicht heißt, dass ich nicht für die absolute Gültigkeit von Menschenrechten bin, aber zum Beispiel die Bedeutung des Individuums versus der Gesellschaft ist in China nun mal eine ganz fundamental andere. Will heißen, ich glaube nicht, dass wir jetzt unseren Ethikkanon, was ist der überhaupt, anderen überstülpen sollten. Nichtsdestotrotz bin ich schon absolut der Meinung, dass man diese Gespräche führen sollte und dass sie auch und gerade in einem Aufsichtsrat geführt werden müssen. Vielleicht konkretes Beispiel, wo ich mich gerade damit beschäftige. Ich bin wieder jetzt bei meinem kanadischen Mandat jetzt gerade zum Chair vom Sustainability Committee berufen worden. Sustainability spielt jetzt für Wall Street Banker im Moment gerade nicht die größte Rolle. Und da ist jetzt auch die Frage, wie geht man eigentlich damit um? Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, statt sich auf eine, sage ich jetzt mal, ethische hohe Stufe und Moral zu berufen, dass man einfach mal das Gespräch sucht und sagt, ey, wo sind jetzt eigentlich die Probleme? Wo haben wir Gemeinsamkeiten? Wo haben wir Unterschiede? Respektvoll miteinander reden, auch nicht an der Oberfläche bleiben. Also ist jetzt Sustainability wichtig oder ist es nicht wichtig, sondern wirklich darauf eingehen. Und dann, glaube ich, kann man diese Gespräche und sollte man diese Gespräche auch führen. Ja, ich meine, das ist auch bei dem Thema, ist Kommunikation, Austausch mit Menschen und Beteiligten immer zielführend. Und selbstverständlich kann ein deutscher Unternehmer unsere oder seine Ethik und Sinn- und Wertorientierung der Welt nicht überstülpen. Er kann sich in seinem Verhalten verändern. So wie Manfred Maus von Obi immer erzählt hat, er ist deshalb nicht nach China gegangen, weil er kein Schmiergeld zahlen wollte. Ja. Dann hat er Obi verkauft und dann ging halt der nächste Eigentümer mit Obi nach China. Der hat das irgendwie dann auf die Reihe gebracht. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Absolut. Und da sehe ich jetzt auch wirklich einen großen Druck und Veränderungen einfach von der Mitarbeiterseite. Also ich glaube, dass in vielen amerikanischen Unternehmen zum Beispiel jede Sustainability-Initiative deutlich mehr von den Mitarbeitern als vielleicht sogar vom Board getrieben ist. Ja, und wir sehen das ja an VW. Die kommen einfach aus der Diskussion mit den Uiguren gar nicht mehr raus, ohne dass sie sagen, auch wenn es wahrscheinlich materiell sehr schmerzhaft ist, aber wir müssen das einstellen, weil wir es einfach in der Welt nicht mehr so erklären können, ist zumindest mein Eindruck.
Lassen Sie uns noch einen Schlussgedanken finden, weil das bietet sich einfach an, wenn ich so eine international erfahrene Berufsaufsichtsrätin habe. Man wirft ja unseren deutschen Aufsichtsgremien gelegentlich mangelnde Internationalität vor. Böse Ketzer sagen sogar, die meisten Aufsichtsräte können noch nicht mal Englisch. Das lassen wir mal weg, sondern einfach meine Frage, dass deutsche Aufsichtsräte international werden müssen, ist klar. Da braucht man gar nicht erst fragen. Das ist eine soziale Erwünschtheit-Frage. Aber für mich ist die viel interessantere Frage, wie und wie können wir das konkret erreichen, dass deutsche Aufsichtsgremien internationaler werden? Ist das nur durch eine Neubesetzung mit internationalen Köpfen oder geht das auch anders? Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, sie müssen internationaler werden. Ich würde zunächst mal sagen, sie müssen professioneller werden. Und professioneller in Bezug auf, was wir eben angesprochen haben, Qualifikationsmatrix, Onboarding, in Bezug auf Besetzung von Mandaten. Ich glaube, dann kommt das Internationale vielleicht in einem Nebeneffekt. Ich glaube, sie müssen diverser werden. Wir sprachen eben schon die unterschiedlichen Diversitätsdimensionen an. Ob wir grundsätzlich an unserer Corporate Governance etwas verändern können, verändern sollten, um das zu unterstützen, weiß ich gar nicht, bin ich auch nicht kompetent dafür. Ich glaube, wenn man kleine Schritte macht und sich vor allen Dingen auch als Aufsichtsrat selber über die Probleme oder Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten bewusst wird, ist damit schon viel getan. Ich habe auch letztens nochmal in den Podcast von Ihnen mit dem Herrn Tüngler reingehört, stimme dem auch hundertprozentig zu, dass wir eher nicht mehr Gesetze und Kodexregelungen brauchen und jetzt zu sagen, jetzt muss auch noch ein Aufsichtsratsmitglied international sein oder wir brauchen jetzt auch noch jemanden aus einer ethischen Minorität. Also für mich ist es wirklich eine Frage der Self-Governance des Aufsichtsrats und des ständigen Hinterfragens. Sind wir eigentlich richtig? Wenn ich jetzt einen typischen Deutschen oder wenn ich einen kleinen deutschen Mittelständler habe, der im Schwäbischen hier produziert, sage ich, nee, der muss jetzt nicht unbedingt internationaler werden. Ja. Nichtsdestotrotz kann der trotzdem besser werden und professioneller werden. Ja. Also das ist ja das, was ich immer so gerne bezeichne als Paradigmenwechsel. Wir müssen weg von der Corporate Governance Regulierung hin zur Personal Governance Regulierung. Das sind halt all die Faktoren, die wir heute auch schon adressiert haben. Wenn jemand verantwortungsvoll, mit Vertrauen, unabhängig, mit der richtigen Initiative, Leidenschaft, Innovation, Neugier seinen Verantwortungsbereich wahrnimmt, dann wird sich die Binnenorganisation und auch die Außenorganisation der Gremien verändern, weil man will das dann. Man denkt dann über die Frage nach, haben wir die richtige Größe, die richtige Zusammensetzung, sollen wir Staggering Board machen oder jedes Jahr etc. etc. Aber es muss von den einzelnen Köpfen separat kommen. Und es ist halt wie immer so, man lenkt ab und da sind Aufsichtsräte schon fast identisch wie Politiker, weil sie dann durch irgendwelche Pauschalforderungen vom Detailthema ablenken, ohne dass sie dann das Problem tatsächlich angehen. Frau Lange, wir sind am Ende und Sie müssen noch zwei Themen überstehen. Das ist immer meine vorletzte Frage. Jetzt haben Sie eine internationale Coverage und ich frage immer so gerne, was war Ihrer Meinung nach der Aufreger in der letzten Woche und jetzt muss ich sagen, in der deutschen und internationalen Corporate Governance Landschaft? Gab es irgendwo etwas Positives, etwas Negatives, wo Sie sagen, das hat Aufmerksamkeit erweckt? Lass mich in diesem Fall entgegen meines Naturells tatsächlich mal zwei Aufreger erwähnen. Ich fand bei uns in Deutschland die Diskussion um das Aufsichtsratsmandat von der Veronika Grimm bei Siemens Energy sehr unschön und sehr unwürdig letztendlich. Ich kenne jetzt die politischen Hintergründe nicht, weiß jetzt nicht, was jetzt im Sachverständigenrat besprochen wurde oder nicht. Kann auch nicht genau einschätzen, warum Siemens dann doch in der Hauptversammlung gegen Frau Grimm gewotet hat. Ich sage nur, das schadet meiner Meinung nach der Governance. Das war unwürdig. Ich bin für sehr offene Diskussionen, aber in die Art und Weise, wie das in die Öffentlichkeit getragen wurde, fand ich unschön und hat uns oder der Sache meines Erachtens eher geschadet. Wie gesagt, eine Diskussion darüber, welche Unabhängigkeit muss jemand haben, welche Interessenskonflikte könnte es geben, die sollte definitiv stattfinden, aber nicht in dieser Form meiner Meinung nach.
Und ja, das kann ich nur unterstreichen mit einer Ergänzung. Und obwohl es so tief und so lange und von jedem diskutiert worden ist, weiß ich bis heute nicht, wie die Unabhängigkeitsregeln zwischen der Expertenkommission und der Welt ist. Also das hätte man spätestens an der Stelle mal einfach klipp und klar offenlegen können. Aber Klammer auf, wahrscheinlich gibt es das nicht. Vermutung, Klammer zu. Zweiter Aufreger, und nachdem ich jetzt sehr positiv über internationale Governance gesprochen habe, wenn man das nochmal in einem größeren Zusammenhang sieht, gibt es auch entsetzlich viele Beispiele von schlechter Corporate Governance in großen Tech-Unternehmen, großen amerikanischen Unternehmen. Also der größte Aufreger für mich war ja die derzeit oder der nicht der Börsengang, aber über dieses SPAC oder über diese Shell Company von Donald Trump mit seiner Trump Media and Technology Group. Und wenn sich das anschaut, einfach wie da das Board aussieht, wie es da mit der Unabhängigkeit steht, das ist für mich eine absolute Katastrophe. Und bin jetzt mal gespannt, ob die Lock-up-Period für Trump jetzt vom Board verändert wird. Das ist eine Katastrophe und es gibt eine ganze Reihe von anderen großen Tech-Themen, wenn ich nur an Elon Musk oder auch an Meta und Zuckerberg mir das anschaue, wo die Unabhängigkeit vom Board absolut nicht gegeben ist. Und da muss ich sagen, das sind riesengroße Unternehmen, also die auch wirklich eine riesengroße Bedeutung für die Weltwirtschaft haben. Und da sage ich, da würde ich auch ganz, ganz viele Fragezeichen an die Corporate Governance setzen. Ja, das kann man nur unterstreichen. Das ist im Prinzip wie in Deutschland auch. Das sind große Familienunternehmen oder Patriarchunternehmen, die in sogenannten kapitalmarktorientierten Kleidern herumlaufen und dann sogenannte Corporate Governance natürlich haben müssen, aber de facto nicht haben, so wie wir in Deutschland oder in Europa genügend andere Beispiele haben. Das letzte war Benko. Wenn man da sieht, wer da im Aufsichtsrat war, da hat auch jeder schnell gehofft, dass das nicht noch einmal erwähnt wird, dass er dort Mitglied in diesem Aufsichtsrat war, weil das sind ja für sich genommen eigentlich vernünftige Köpfe, nur dort haben sie das wahrscheinlich an der Tür abgelegt. So, dann kommen wir zum Schlussstatement, Frau Lange. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war ganz toll, muss ich sagen, sehr pragmatisch, sehr Insight, also ganz toll, haben Sie super gemacht. Was geben Sie uns für ein Schlussstatement mit für heute, dass wir am Sonntag, wenn wir auf dem Sofa sitzen, uns nochmal an dieses tolle Gespräch erinnern mit diesem Satz, den Sie uns zum Ende mitgeben? Herr Ruther, mit dieser Frage legen Sie Anspruchslatte aber echt hoch. Ja, aber ich muss ja immer fairerweise sagen, das wussten Sie ja, dass ich Sie dies zum Schluss Das fragen. Weiß ich und jeder, der Ihren Podcast hört, nein. Ich habe tatsächlich einen kurzen Satz, mutiger sein und öfter mal was Neues ausprobieren. Das ist für mich auch so ein bisschen die Regel für mein eigenes Leben. Und ich glaube, ein bisschen mehr Mut und offen sein, Neues ausprobieren, tut auch den deutschen Aufsichtsräten gut. Ja, das finde ich sehr gut, weil wenn ich jetzt sagen würde, wo trifft das eher zu, dann würde ich auch das doch eher im Internationalen suchen als im Deutschen. Also mutig sein, etwas Neues auszuprobieren, hinzufallen, aufzustehen, Krönchen zu richten, das ist sicher eher die Zukunft als konservativ nachdenken, was denn, wie sich schon, ich habe vorhin schmunzeln müssen, Ihre Erstattitüde, ich habe versucht, im Budget den Excel-Fehler zu finden oder so etwas, das hat mir aus dem Herzen gesprochen, weil so habe ich in meinem früheren Leben als Wirtschaftsprüfer auch gedacht. Nochmal recht herzlichen Dank, Frau Lange, das war ganz toll. Wir werden diesen Satz nicht vergessen. Dankeschön. Kommen Sie gut, Sie sind zu Hause, genießen Sie den Abend. Ich danke Ihnen, Herr Ruther, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an alle anderen, unsere Zuschauer und Zuhörer. Hinweisendes, ergänzendes Lesefutter finden Sie natürlich auf der Homepage von Frau Lange, kerstenlange.com oder natürlich auf meiner Homepage, Directors Academy etc. Googeln Sie auch mal nach The Pilot Circle, das hatten wir ganz am Anfang besprochen. Und bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Am dritten Donnerstag im April geht es weiter. Und zwar der dritte Donnerstag ist in 14 Tagen, am 18. April, wie immer zur gleichen Zeit. Da haben wir Herrn Dr. Gunter Dunkel zum Thema Aufsichtsrat auf Augenhöhe, Lehren aus 25 Jahren Aufsicht. Am besten Sie abonnieren gleich den Livestream-Podcast, dann verpassen Sie keine Sendung mehr. Dankeschön, guten Abend, genießen Sie die kommende Nacht.
Thank you.